man auch noch sagen muss, das Einzige, was die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in unserem Land davor schützt, dass wir jetzt überhaupt durchgängig 60 Stunden arbeiten, ist eine EU-Arbeitszeitrichtlinie, die vorsieht, dass das Limit bei 48 Stunden während einem Durchrechnungszeitraum von 17 Wochen sind. Das muss man sich einmal vorstellen. Wir in Österreich waren immer stolz auf unseren Sozialstaat. Jetzt muss uns die EU schützen, dass die Menschen nicht durchgängig 60 Stunden hacken. Das ist einfach nur unglaublich. Und ich kann nur noch eines wiederholen. Der Bernd Brandstätter hat schon gesagt, jetzt ist das Einzige, was hilft, starke Gewerkschaften. Wir müssen stärker werden, weil das ist das Einzige, was die Regierung beeindrucken wird. Darum Mitglieder werden, wer es noch nicht ist. Ich hoffe, das sind schon verdammt viele. Aber jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Glück auf, danke. Thank you.
Es ist
Sonntag. Dann haben Sie das Wesen und den Sinn von einem Arbeitszeitgesetz nicht verstanden. Ein Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Es hat eine Schutzfunktion. Und ich frage mich ganz einfach, was denken sich die Leute? Man kann ja jetzt nicht ein Gesetz beschließen und dann an die Arbeitgeber appellieren, das nicht auszunutzen. Da muss man doch noch einmal nachdenken. Das hat sich ja
in den letzten Wochen? Schon öfters die Frage gestellt. Kann man sich in Österreich um Geld alles kaufen, liebe Kolleginnen? Kann man sich in Österreich um alles kaufen? Wie geht es denn den Reichen? Können die alles bestellen? Flieger, Hubschrauber, Yachten? Können sie Ausbeutung bestellen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Oder wurde die Worte ist denn mit Oberösterreich gestochen? Wie war es denn, der in die Tasche gegriffen hat, 500.000 Euro auf den Tisch gelegt hat, seinen Wahlkampf eines Regierungsmitgliedes unterstützt hat und gleichzeitig die Zwischenstunden gefordert hat? Und seit 14 Tagen gibt es diesen Entwurf, diese Zwischenstunden. Nein, es geht ums Geld. Und es geht um viel Geld, Kolleginnen und Kollegen. Und wir wissen, diese Zwischenstundenzuschläge, die teilweise nur bezahlt werden, haben einen Wert von 2 Milliarden Euro, Kolleginnen und Kollegen. Und genau die 2 Milliarden, wir brauchen nicht umeinander tauschen, umeinander reden. Die wollen sich die Arbeitgeber auf den Leib greifen, Kolleginnen und Kollegen. Und das haben wir schon verhindert versucht. Auf ein Minimum reduzieren, zu reduzieren.
gleichzeitig als Gräuelpropaganda, also reinste NS-Diktion, abzuqualifizieren. Mitbestimmungsrecht durch die Personalvertretungsorgane, das im Gesetz verankert ist. Wir fordern Mitbestimmung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sind die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die haben ein unglaubliches Potenzial, die haben ein großes Wissen und eine große Erfahrung. Aber sie haben es am Arbeitsmarkt ganz, ganz schwer. Wir haben sehr hohe Arbeitslosenzahlen bei den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die könnten super Leistungen bringen, aber sie brauchen einfach mehr Ruhezeiten und sie brauchen mehr Pausen und Erholungszeiten. Wie sollen Sie jetzt in den Arbeitsmarkt integriert sein, dabei sein, wenn man die Arbeitszeit auf 12 Stunden, auf 60 Stunden erhöht? Das ist unmöglich. Und Flexibilisierung ist urcool, denen kann man nur sagen, bitte schaut euch die Lebensrealität der Menschen an, das ist nicht cool. Wir wollen einfach eine faire Verteilung von Arbeit, faire Arbeitsmarktchancen für Menschen, für Frauen mit Betreuungspflichten und faire Arbeitsmarktbedingungen für ältere Arbeitnehmerinnen und für Menschen mit Behinderung. Liebe Freunde, der Willi hat es gerade gesagt, wir sind nicht nur viele, wir sind sehr, sehr viele. Und ich freue mich, dass ihr alle heute hierher gekommen seid. Das war Schulschluss gestern im Osten Österreichs. Das ist der Urlaubsbeginn. Das ist Frankreich gegen Argentinien, auch kein schlechtes Match bei der WM. Das ist der erste sonnige, regenfreie Tag und trotzdem sind über 100.000 Kolleginnen und Kollegen heute hierher gekommen. Danke! Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle haben damit ein starkes Zeichen gegen den 12-Stunden-Tag, gegen den Angriff auf Geld, Gesundheit und Freizeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesetzt. Und dieses starke Zeichen, das hört man bis in die Steiermark, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind natürlich hierher gekommen, um den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche zu verhindern. Aber wenn das Herz voll ist, geht manchmal mit dem Mund über. Und es gibt schon die Ersten, die sich aufregen, weil gesagt worden sein soll, dass wir die Regierung stürzen wollen. Ich sage euch ganz klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir akzeptieren jede demokratisch gewählte Regierung. Und uns, die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, vorzuwerfen, dass wir vielleicht ein falsches Demokratieverständnis haben. Uns, die in der Geschichte dieser Republik und dieses Landes mehrmals unter Einsatz des Lebens für Demokratie, für Pressefreiheit, für Versammlungsrecht gekämpft haben, das ist ein Hohn! Selbstverständlich als Demokraten eine Regierung akzeptieren, dann heißt das nicht, dass wir das akzeptieren, was sie jetzt gerade machen, nämlich uns den 12-Stunden-Tag und die 6-Stunden-Woche aufs Auge zu drucken. Da werden wir Widerstand leisten mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
möchte euch aus einem Brief vorlesen. Ich habe sehr viele Briefe und Mails in den letzten Tagen bekommen. Danke. Und ich möchte euch nur aus einem Brief vorlesen, der mich persönlich sehr berührt hat. Eine Frau. Sie ist über 70. Sie ist heute hier. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Und sie hat mir geschrieben: Ich gehe zum zweiten Mal in meinem Leben auf eine Demo. Ich habe als Kind erlebt, mein Papa hat 12 Stunden gearbeitet. In der Früh, wenn ich wach wurde, war er schon weg. Am Abend, wenn er nach Hause gekommen ist, habe ich schon geschlafen. Er war ein Fremder im eigenen Haus. Bitte lassen Sie nicht zu, dass das wiederkommt. Ich glaube, schöner kann man es nicht formulieren. Weil jetzt werden die Weichen gestellt, wie die Arbeitswelt der Zukunft gestaltet wird und viele junge Leute froh sind. Wie wollen wir arbeiten? Sie fragen es sich zu Recht. Es geht um eure Zukunft. Engagiert euch, organisiert euch in Gewerkschaften und gestaltet die Arbeitswelt der Zukunft nach euren Vorstellungen. Wer den Jugendvertrauensrat abschaffen will, beginnt einen weiteren Angriff auf die betriebliche Mitbestimmung, dagegen setzen wir uns zur Wehr. Ich sage jetzt vor, was im Regierungsprogramm steht. Im Regierungsprogramm steht, ich zitiere: Betriebe sollen im Einvernehmen mit Betriebsrat mehr Möglichkeiten zur Gestaltung flexibler Arbeitszeit bekommen. Die heutige Realität ist, 12 Stunden sind in Ausnahmefällen möglich, müssen aber durch Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat verhandelt und umgesetzt werden. Und diese 12 Stunden im Ausnahmefall, wie wir sie beispielsweise auch im öffentlichen Dienst haben, die führen dazu, dass ein 12-Stunden-Dienst nicht die Normalität, sondern die Ausnahme ist. Er führt zu Planbarkeit und er führt dazu, dass ich genau weiß, wann gehe ich arbeiten und wann habe ich frei. Was jetzt kommen soll, ist, dass die 12 Stunden per Anordnung möglich sein sollen und entgegen dem, was im Regierungsprogramm drinsteht, der Betriebsrat nicht mehr gefragt wird. Das ist eine Ausschaltung der Betriebsdemokratie und wir alle fragen uns, was kommt als Nächstes? Was sind die nächsten Pläne hier? Kolleginnen und Kollegen, das ist der Beginn des Kampfes gegen den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche. Es ist definitiv nicht das Ende. Und ich kann ja der Bundesregierung nur sagen, nehmt bitte euer eigenes Programm ernst. Ihr schreibt so viel von Bürgerbeteiligung, von Demokratie und sonstiges mehr. Na, wenn ihr wissen wollt, ob die Leute 12 Stunden am Tag und 6 Stunden in der Woche arbeiten wollen, fragt das Volk! Wenn ihr wissen wollt, ob die Leute den Schmäh glauben mit der Freiwilligkeit,
dass man in der Privatwirtschaft sagen kann, dreimal hintereinander, Freiwillige geht nicht arbeiten, Stunden und dann sein Arbeitsplatz überlassen. Wenn ihr das wissen wollt, fragt das Volk! Wollen, ob wir alle gerne noch mal drin und mehr Überstunden machen wollen, dann kehrt zum Dialog zurück. Für ein faires Miteinander. Redet mit uns, verhandelt mit uns und machen wir Regelungen, wo auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut aufgehoben sind. Wir werden jedenfalls alles tun, um zu verhindern, dass dieses Gesetz in den Branchen und in den Betrieben umgesetzt wird. Dafür werden wir kämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen.